Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen, Barbecue. Heute noch was Cooles. Wir machen Pulled Beef mit Pflaumen aus dem Dutch Ofen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für dieses leckere Pulled Beef brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir als allererstes Rindfleisch. Da habe ich hier so ein Stück Pommernferse und das ist auch so ein Übergang vom Entrecot rüber zum Chuck, also zum Nacken, da so dieses Mittelstück. Das ist perfekt. Man kann auch nur Nacken nehmen oder nur Entrecot, aber Entrecot ist ein bisschen zu teuer und der Nacken ist super, aber dieses Zwischenstück ist irgendwie immer noch ein bisschen besser. Davon habe ich so 2,7 Kilo. Da habe ich hier drei große Gemüsezwiebeln in mundgerechte Ringe zerteilt. Das sind hier 7 Tomaten in gleichmäßig, ungleichmäßig große Stücken. Dann brauchen wir 2 klassische Esslöffel Dutch Ofenzauber. Ein großer Schluck von eurer Lieblingscola. Meine Lieblingscola ist gerade nicht da, deshalb habe ich die hier genommen. Und genauso kommt man um eine Werbeaussage herum. Ne? Dann haben wir hier noch 2 Hände voll Pflaumen. Die sind aus dem eigenen Garten, frisch gepflückt und entsteint. So Pulled Pork Krallen habe ich noch. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Da wird es total easy. Jetzt verteilen wir als erstes die Pflaumen gleichmäßig, ungleichmäßig. Legen in der Mitte unserer, wie ich eine schöne Marmorierung hat, war unser Entrecot, beziehungsweise unser Mittelstück da rein. Wie rum ist egal, Hauptsache der Deckel schließt. Und dann verteilen wir ringsrum die Tomaten, die geben den schönen Saft dazu. Dann füllen wir hier mit Zwiebeln dazu. Liegt jetzt auch eine runde Form? Du kannst auch eine runde nehmen, ja, aber die runde Form, die habe ich gerade nicht da. Die habe ich nämlich gerade, was die mit dir macht und habe das bei meinen Eltern vorbeigebracht, so wie das manchmal so ist, und hab den vergessen zurückzuholen. Und jetzt musste ich irgendwie loslegen und hab mir jetzt die Viereck genommen, aber du kannst eine Viereck in eine Runde. Also irgendwie sollte das Thema Fleisch und also was drin ist, mit der Größe irgendwo in einem Zusammenhang stehen. Dann kommt Dutch Ofenzauber hier einfach oben rüber. Also 2 Esslöffel. Wenn es 2,5 sind, ist auch nicht schlimm. Und dann gießen wir die Sache immer richtig mit Cola an. Das und die Hitze macht das Fleisch nachher schön mürbe. Dann gibt ja immer wieder die Frage, ob man da auch Bier nehmen kann. Würde ich jetzt nicht nehmen an der Stelle, sondern Cola ist ja schon optimal. Ungefähr ein Literchen oben drauf. Warum nicht Bier? Das ist der Hopfen. Der ist meistens sehr, sehr unangenehm. Also die Idee erstmal vom Bier ist super, aber wenn du den Hopfen, der ist ja sehr bitter, nachher drin hast. Und boah, nicht so super. Dann schließen wir den Deckel und kümmern uns jetzt um die Kohlen. Bei den Kohlen nehmen wir jetzt die hier, da habe ich jetzt auf heißen Kohlen meine Premium Grill Kokosbriketts. Gibt es überall zu kochen, wo die Kohlen gibt oder auch im Internet. Und davon habe ich uns mal so einen Anzündkamin hier vorgeglüht. Schau mal, da ist richtig Energie drin. Und da machen wir mal so einen kleinen Haufen hier nach unten, ungefähr so. Und setzen die Dutch-Ofen drauf. Jetzt haben wir unten ungefähr ein Viertel der Fläche bedeckt mit Kohle und oben machen wir, dass ungefähr ein Drittel der Fläche mit Briketts bedeckt ist. Ich würde sagen ungefähr so. Also man kann jetzt Kohlen durch. Also man kann auch Kohlen anfangen durchzuzählen. Man kann doch lassen, also ein bisschen nach Gefühl. Also immer ungefähr unten ein Viertel und oben ein Drittel der Fläche mit Kohle bedeckt und dann hast du deine Ruhe. Da bleibt es jetzt für 3 Stunden drin. In der Hardware-Minute kümmern wir uns heute um den Dutch-Ofen, wo der drauf steht. Und zwar ist es ein Dutch-Ofentisch. An der Stelle liegt er von verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt den von Grillfürst mal exemplarisch hier. Das Coole daran ist, die sind nicht so schwer, die kannst du hin und her tragen. Und du musst mit deinem Dutch-Ofen nicht so auf dem Fußboden rum, auf irgendwelchen Steinen, auf irgendwelchen Konstruktionen irgendwas machen, sondern hast immer so ein bisschen Wind geschützt, die Sachen hier stehen. Wenn Wind kommt, der greift natürlich an, aber der kühlt dir nicht den ganzen Dutch-Ofen aus. Du hast immer noch Platz, um einen Anzündkamin so wie hier zu starten und könntest also 2 Dutch-Öfen nebeneinander noch betreiben und ist eine relativ entspannte Nummer, preislich auch irgendwo noch im Rahmen, also man kann die Dinger tatsächlich bezahlen, da ist man jetzt nicht gleich 1000 Euro los. Ist eine schöne Sache für all die, die öfter mit dem Dutch-Ofen arbeiten und die jetzt nicht auf den Gasgrill stellen wollen, sondern wie jetzt, ich jetzt hier mit Kohle arbeiten wollen, da ist sowas super und du hast die Krieche auf dem Fußboden halt nicht. Nach einer Dreiviertelstunde gucken wir mal rein. Blubbern und brutzeln, das fällt mir sehr gut, genauso muss das sein. Und dann wieder zu. 3 Stunden sind rum und das riecht hier fürchterlich, hätte ich fast gesagt, aber das trifft das nicht, das riecht mega geil. Und wenn wir den Deckel mal hochheben,
Gucken wir da auch rein. Und so sieht es aus. Herrlich. Draußen haben wir so schöne Tomaten, Zwiebelschlons. Hast du nochmal Wasser gekippt? Ja, nochmal zwischenzeitlich so einen halben Liter Wasser noch. Und jetzt stellen wir mal den Deckel hier zur Seite. Muss aber aufpassen, dass man jetzt nicht die Asche ins Essen leert. Das wäre natürlich doof. Deshalb nutze ich immer so gerne Gasgrill. Da hast du keine Asche, die dich nervt. Aber wir haben heute gesagt, wir machen das mal rustikal. Mit Kohlen, natürlich mit meinen Kohlen. Jetzt nehmen wir das mal runter. Das sieht herrlich aus. Und wenn man hier schon so durchschmatzt, siehst du das hier? Da ist hier schon so ein bisschen Fett zusammengelaufen. Hier die Tomaten und die Zwiebeln hat es vollkommen zerlegt. Und was das auch zerlegt hat, ist hier, guck mal hier unser Pulled Beef. Das können wir jetzt hier schön zerreißen. Siehst du das hier? Geht super auseinander. Und das reißen wir jetzt richtig in dieser schmatzige Suppe hier drin. Oh, mega. Wenn man das nicht besser wüsste, würde man sagen, hier hat einer die Pflaumen geklaut. Aber die sind so weit wirklich weggekocht, dass man sieht da nicht mehr viel von. Also ich kann da nichts mehr erkennen. Aber da geht es ja auch nicht um Optik. Ich hier mal, wie saftig das ist hier. Aber man sieht das, glaube ich, auch. Und jetzt bleibt uns eins nur übrig und das ist Kosten. Nehmen wir mal so einen Strang hier. Also auf euch, rinnen die hohle Birne. Heiß. Also seht ihr, der Butter, zart, schmelzig. Das ist Frucht hier. Und Tomaten, Zwiebeln, ein bisschen Pflaume. Dann das kräftig von der Cola, was immer ein bisschen Säure noch hingibt. Total lecker. Und ich sage euch das nachher auf dem Brötchen. Und ob da Krautsalat dabei ist oder nicht. Völlig egal. Die Nummer ist unglaublich saftig. Und eins der besten Art und Weisen, wie man Pulled Beef zubereiten kann. Und wenn ihr Pulled Pork mögt, dann werdet ihr diese Sorte Pulled Beef auf jeden Fall mögen. Total geil. Und bin kurz davor, mich selber zu loben. Das sollte man nicht tun. Von daher überlasse ich das euch. Ihr könnt also die Sache nachgrillen. Und wenn euch das hier gefallen hat, könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt aber so einen Kommentar da lassen. Oder vielleicht ein Abo. Oder einen Daumen nach oben. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Fans grillen Barbecue. Ihr merkt, ich bin jetzt leicht abgelenkt. Weil ich kann mich nur an diesen Pulled Beef denken. Boah. Bocht es richtig in den Gaumen. Mega. Also, von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Fans grillen Barbecue. Macht's gut.